Das war. Wieder kommt der Argentinier vor uns. Also Alexander Zverev Senior ist ja auch sein Trainer und Manager. Und das ist stark gespielt von Peller. Übt er nicht so den Druck aus auf Peller, den er sich eigentlich wünscht? Starker Überkopfball. Und das ist richtig, richtig gut gespielt von mit Alexander Zverev. Hast ein bisschen Glück hier. Dein erster Aufschlag. Das war eine Einladung von Zverev. Zwei gute Punkte jetzt von Alexander Zverev. Ass hinterher. Und Sie hören's, letztes Jahr geklappt hat, dann Montpellier. Und jetzt soll es auch in Deutschland klappen. Den hat er. Und den legt er hinten rein. Wunderbar. Hat man auch gesehen, wie. Aber vielleicht ist er ja doch ein bisschen müde. Wenn Alexander Zverev seine Schläge so deutlich ins Aus, kam er zu spät, war zu schnell für ihn. Wieder die Rückhand. Also die funktioniert hier schon hervorragend. Und auch die Vorhand und auch Zverev. Hey!
Super Winkelspiel. Vorhand, Inside Out und dann ist der Ball von Guido Pella zu lang. Erster Satz. Und er macht so weiter wie er. Aufschläge angezeigt. 2-0. Erstes Aufschlagspiel. Ganz, ganz. Unfassbar gut von den sie ja ins Herz geschlossen haben, diesen Kämpfer aus Südamerika. Oh, das ist fein gemacht, mit viel, viel Gefühl. Etwas überlegt, um Informationen auszutauschen, mit Zeichensprache. Das ist natürlich ganz fein gemacht vom Argentinier, dieser ansatzlos gespielte und dann dieser feine, feine, gefühlvolle Stop ganz knapp hinter sich. Wenn den der Argentinier macht, dann hat er wieder Breakchance. Aber so kann man natürlich wollen die Deutschen den Heimsieg von ihm. Da wird nochmal. Das ist einfach schön gespielt von Alexander Zverev. Alexander Zverev ja auch im Einzel gewonnen hat. Aber jetzt hier will er seinen dritten ATP-Turniersieg mit aller Macht. Und so macht man das. Der sitzt und damit die nächsten Breakchancen. Und schauen Sie in sein Gesicht, der will das. Der absolute Siegeswille ist da zu erkennen. Aber der wehrt sich, der Argentinier. Immer wieder. Klar, bei dem Spielstand. Perfekter Passierball von Alexander Zverev. Jetzt macht er sein Ass Nummer. Schnelle Punktgewinne. Hinterher und jetzt hat er drei Match. Und da ist es passiert. Alexander Zverev freut sich riesig über diesen Sieg bei den BMW Open. Er reiht sich ein in eine illustre Reihe. Er ist der sechste Deutsche, der dieses Turnier gewinnt. Papa Alexander Zverev. Fast ein kleine, ja, da sieht man mal, da hat er ja dieses Turnier hier in München, die BMW Open in allerhöchsten Tönen gelobt. Hoffentlich kommt er.